Ich versuche eine ernste Miene zu bewahren, ich krieg's nicht hin. Hallo zusammen, wir sind die Spieleredaktion von Amigo. Ich stelle uns nämlich jetzt vor. Und zwar, ich kann jetzt nicht genau sagen, wo auf dem Bild, aber wir haben einmal die Miriam Donda. Die winkt jetzt mal, obwohl die ist erkennbar, das ist die einzige Frau. Dann haben wir den Christian Hildenbrand, den Holger Grimm und ich bin der Bernd Keller. Hallo. Und wir machen hier bei Amigo quasi alles, was irgendwie mit Spielentwicklung zu tun hat. Wir haben über unsere Marketingabteilung ganz viele tolle Fragen von euch da draußen gekriegt und die hat uns gebeten, dass wir uns jetzt hier mal auf Skype zusammensetzen und die Fragen beantworten und das versuchen wir jetzt mal. Fangen wir mal an mit, was war euer erstes Spiel, das eure Spieleleidenschaft entfacht hat? Erzählt mal. Boah. Christian. Ich wollte eigentlich als Letzter, weil ich habe tatsächlich... Habe ich mir gedacht. Ja, super. Bei mir war es nämlich tatsächlich gar kein einzelnes Spiel, sondern ein Metaspiel. Mein Bruder und ich haben immer alle Spiele, die wir im Haus hatten, die irgendwie spielbar waren, auf Zettelchen geschrieben, in einen großen Hut geworfen und eins nach dem anderen gezogen. Und das haben wir so ein Wochenende lang gemacht und haben dann am Sonntagabend geschaut, wer hat die meisten Zettel gewonnen, also sprich, wer die meisten Spiele gewonnen. Also ein einzelnes Spiel kann ich da überhaupt nicht nennen. Es war so dieses Spielen im ganz, ganz großen Stil. Okay. Da seid ihr jetzt überrascht, oder? Ein bisschen schon, ja. Und das mit Spiele gewinnen, das meinst du aber schon so, Zettel gezogen, dann gespielt und wer gewonnen hat, durfte einen Zettel behalten. Ja, genau so. Und da lagen so 50, 60 Zettel drin. Das war schon eine Menge. Sehr gut. Holgi? Ach, also, naja, also das ist auch nicht so direkt ein Spiel. Also ich weiß nur, in der Schule, da haben wir uns dann in der Pause immer in irgendwelche Ecken zurückgezogen, wo man natürlich nicht sein durfte. In der Pause gab es irgendwie Bereiche, da durfte man hin, Bereiche, da durfte man nicht hin. Und wir waren natürlich da, wo man nicht hin durfte. Und da haben wir irgendwie immer Karten gespielt. Das war irgendwie Skat oder Doppelkopf oder irgendwelche anderen Spiele in die Richtung. Und irgendwann sind wir dann mal auf die bekloppte Idee gekommen, dass wir als Clique uns ein Spiel ausdenken. Und das war sowas ganz Furchtbares. Das ist das blödeste Würfellaufspiel, das es gibt. Aber oh, ich würde mal so sagen, da fing das so langsam an, irgendwie mehr zu werden. Okay. Ja, also bei mir war es auf jeden Fall das, was man eben gespielt hat mit den Eltern oder Großeltern. Also bei meiner Oma auf dem Tisch gab es irgendwie immer Kaffee International oder was war es denn noch? Wir haben auf jeden Fall auch ganz, ganz viel Scala 40 gespielt. Das ist sozusagen die italienische Rommel-Variante. Also das habe ich mit meiner Oma hoch und runter gespielt und wann immer es ging. Und auch sie war auch immer gnadenlos. Und das war immer auf dem Tisch. Ich glaube, was man mit Omas so spielt, da habe ich auch immer Rommel gespielt. ja. Bei mir war das im Prinzip, also ich kann es auch nicht so an einem Spiel ausmachen oder festmachen, aber irgendwann habe ich mit meinen Jungs immer bei meinen Eltern unten im Keller gesessen, da habe ich noch zu Hause gewohnt und da haben wir dann eigentlich gefühlt immer entweder 1830 oder Civilization oder Titan gespielt. Und das über Jahre, ganze Wochenenden lang. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie wir überhaupt den Sprung zu so echt vergleichsweise komplexen Spielen hingekriegt haben. Weil man ja normalerweise damit jetzt nicht so direkt anfängt. Ich habe meiner Mama irgendwann auch mal gesagt, ach du, ich würde mir ja schon so ein Spiel von Avalon Hill zum Geburtstag wünschen. Da kam sie dann, hat sie ein bisschen verwirrt geguckt und kam dann mit dem Geburtstag mit Battle for Stalingrad oder irgendwie sowas an und meinte, super. Das ist richtig. Meine ich so, Verlag stimmt, Genre nicht so richtig, aber danke. Naja, aber das ist so die Erinnerung, die am ehesten geblieben ist an die Dinger bei meinen Eltern im Keller und die ganze Nacht durch. Das war toll. Und mit den Jungs spiele ich auch heute noch jeden Monat. Bei welchen Spielen wart ihr überrascht, wie gut oder schlecht sie von den Spielern angenommen wurden? Du kannst ja Holger mal anfangen. Also ich muss sagen,
ich bei Lama war ich total überrascht, wie sehr das durch die Decke ging. Wir haben das gespielt und ich habe gedacht, ach, das ist ja, das ist ganz nett. Das macht schon irgendwie Spaß, aber dass das so durch die Decke geht und so gut ankommt, das hätte ich nicht gedacht. Also muss ich ganz ehrlich zugeben. Christian hat gleich gesagt, das ist großartig. Christian war der Einzige, der gleich gesagt hat, das ist großartig. Und ich glaube, der Rest von uns hat gesagt, ja, das ist gut. Ich war nicht überrascht, dass Lama so erfolgreich wird. Aber tatsächlich hatten wir in den letzten Jahren immer wieder mal ein Kartenspiel, das von der Redaktion als nicht so erfolgreich eingestuft wurde im Vorfeld, als es dann geworden ist. Zwei wunderschöne Beispiele dafür sind die Kartenspiele Absacker, das bereits nach 6 Wochen in die Nachauflage ging seinerzeit. Und natürlich Unter Spannung. Das ist so das Spiel, dem hätten wir stabile Zahlen zugetraut, aber nicht das, was sich tatsächlich entwickelt hat. Weil wir sind mittlerweile, das kann ich einfach mal ganz kurz verraten, in der 10. Auflage, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und so ungefähr. Und das hätten wir selbst in der Redaktion nicht erwartet. Das war eine wirkliche Überraschung positiver Natur. Wo wir uns ein bisschen mehr erhofft hätten, aber es nicht ganz so durchgestartet ist, wie wir das gerne gesehen hätten, wäre zum Beispiel Krass kariert. Ja. Das ein großartiges Spiel ist, das durchaus seinen Weg gemacht hat, aber nicht in dem Ausmaß, wie wir es uns erhofft hätten. Das wäre so mein Beispiel für, da geht noch was. Ja, wobei so langsam erobert es ja auch die Welt. Also jetzt ist es ja in den USA auch rausgekommen und ein anderes Land habe ich jetzt letzt auch noch gesehen, das ich vorher so nicht auf dem Schirm hatte. Also es kam in Frankreich raus und es wird mehr. Also mehr Leute erkennen, wie großartig dieses Spiel ist. Oh ja. Wie entstehen neue Spiele? Muss man für neue Spielentwicklungen viel beobachten? Wir sind tatsächlich viel unterwegs, um uns Spielevorschläge anzuschauen, beziehungsweise wir bekommen sehr viele Spielevorschläge in die Redaktion geschickt. Also wir sind auf verschiedensten Veranstaltungen unterwegs, natürlich die zwei großen Messen in Nürnberg und Essen, aber auch ansonsten. Bernd, du bist unterwegs in den USA ganz fleißig, Gen Con, Chicago, New York Toy Fair. Das sind so die drei, die mir gerade einfallen. Wir haben die Board Game, die UK Games Expo, das ist der korrekte Name, sowie in London, beziehungsweise im Premio Archimede in Venedig, da ist Holger unterwegs. Miri haben wir noch nicht ganz so viel in der Gegend herumgeschickt, die ist noch nicht ganz so lang bei uns, aber das wird noch kommen. Ah, das machen wir noch. Und natürlich sind wir in Göttingen, in Haar und bei kleineren Veranstaltungen hier in Deutschland, wo wir uns Spiele über Spiele anschauen. Und dazu kommt alles Mögliche bei uns auf digitalem Weg in unser Redaktionspostfach und das schauen wir uns dann an. Das sind schon eine ganze Menge. Wir schauen uns so ungefähr 1200 Spielevorschläge pro Jahr an und so 1%, habe ich jetzt richtig gerechnet? 12? Ja. 1% davon ungefähr kommt ins Programm. Oh. Also ihr seht schon, wir schauen uns viel an, um dann die kleinen Perlen zu finden. Was muss ich machen, wenn ich einen eigenen Spielevorschlag habe und ihn bei Amigo einreichen möchte? Wenn ihr eine Idee habt, dann ist es natürlich besonders schön, dass ihr vielleicht schon eine Anleitung habt, auch schon ganz viel getestet. Und diese Anleitung, eure Spielidee, schickt ihr am besten auch mit schönen Beispielbildern amigo-spiele.de und dann schauen wir die uns mal an. Und am besten habt ihr die Anleitung vorher mal jemandem gegeben, der das Spiel noch gar nicht kennt und schaut, ob der es versteht. Genau, das ist immer noch am besten, um zu überprüfen, ob das wirklich auch klar ist, damit wir dann im Nachhinein auch keine Fragen haben und das Spiel direkt gut verstehen. Und am besten nicht nur mit Leuten testen, die euch mögen oder mit denen ihr verwandt seid, sondern auch mit Leuten, die ihr nicht kennt, die tendenziell eher dazu in der Lage sind, euch ehrliches Feedback zu geben. Was passiert mit meinem Spielvorschlag, bis ihr eine endgültige Entscheidung getroffen habt? Ja, also erstmal müssen wir die Zeit finden, uns den Spielevorschlag anzuschauen. Und nach der ersten Einschätzung gibt es entweder den Daumen hoch oder den Daumen runter für das Spiel. Der Daumen runter, das war es dann im Endeffekt schon für uns. Dann schicken wir euch unsere Kommentare zu dem Spielevorschlag und warum wir denken, dass das jetzt
zu uns nicht passt. Das muss nicht unbedingt heißen, dass es jetzt ein schlechtes Spiel ist. Oft ist es auch einfach so, dass das ein großartiges Rätselspiel bei uns abgegeben wird und das passt einfach nicht zu Amigo. Und dann, ja, geben wir das ab. Und wenn, ja, wenn es uns gefällt, dann nehmen wir mit euch Kontakt auf und hätten gern irgendwas Physisches, mit dem wir spielen können. Wie lange dauert es, bis ich auf meinen Spielvorschlag Antwort bekomme? Ja, das kann wenige Minuten sein, wenn gerade ein Loch da ist im Arbeitsalltag. Nein, in aller Regel versuchen wir das innerhalb von ein bis zwei Wochen zu machen. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, wir kriegen sehr, sehr viele Spielevorschläge. Im Schnitt sind das 3 pro Tag. Und in manchen Phasen haben wir halt anderes zu tun, als nur Spielevorschläge anzuschauen. Wenn unsere Projekte am Laufen sind, die Neuheiten fertig werden sollen, dann kann es auch mal ein paar Tage länger dauern, aber in aller Regel 1 bis 2 Wochen. Für ein erstes Feedback. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie gut euer Spiel war. Wenn wir einen Prototyp haben, der uns gut gefällt, dann spielen wir den auch entsprechend öfter. Ja. Und dann gibt es ein finales Feedback, eine finale Entscheidung, wenn wir dann soweit zufrieden sind, dass wir sagen, ja, das wollen wir, ja, das nehmen wir. Oder halt im gegenteiligen Fall, wir sind jetzt doch zu der Entscheidung gekommen, dass nicht, das kann dann schon mal auch durchaus ein paar Monate gehen, bis es ein paar Mal auf dem Tisch war. Aber das erste Feedback nach 1 bis 2 Wochen, das versuchen wir einzuhalten. Was steht als nächstes an, wenn ihr mein Spiel veröffentlichen wollt? Müssen wir das erstmal kurz spezifizieren, wenn ihr das veröffentlichen wollt. Also wenn wir in der Redaktion das Ding oft genug getestet haben und der Meinung sind, das ist großartig, das muss erscheinen, dann stellen wir das unseren Chefs vor und unsere Geschäftsleitung, die setzt sich dann tatsächlich hin, alle 4, und die spielen das. Auch fertig. Weil wir nämlich ein Spieleverlag sind und da spielen auch die Chefs. Und wenn denen das dann auch gefällt, dann geht es im Prinzip richtig los. Das heißt, dann machen wir einen Lizenzvertrag, dass wir das überhaupt veröffentlichen dürfen, unter welchen Bedingungen das passiert. Dann legen wir irgendwann zusammen mit dem Vertrieb und dem Marketing den Erscheinungstermin fest. Normalerweise, also die Spiele, die wir jetzt im Moment testen, die werden 2022 erscheinen. Das heißt, wir haben da schon relativ viel Vorlauf. Normalerweise zu der Jahreszeit haben wir noch ein bisschen mehr Vorlauf, aber im Moment geht ja die Welt gerade unter draußen. Deswegen ist das mit dem Testen alles nicht so einfach. Ja, und dann irgendwann beginnt man dann die Arbeit daran. Titel aussuchen, Thema aussuchen, das läuft bei uns intern immer als Entwicklungsteam. Das heißt, da ist dann ein Redakteur, also einer von uns 4 ist dabei. Dann haben wir eine Person aus dem Marketing, eine Person aus der Grafikabteilung, eine Person aus dem Einkauf und dann beginnt die eigentliche Arbeit. Also Material optimieren, Anleitung schreiben, testen. Wie gesagt, Titel, Thema. Dann muss man natürlich beachten, dass man nicht irgendwelche Themen verwenden darf, oder irgendwelche Titel verwenden darf, wo jemand anders die Idee vorher vielleicht schon gehabt hat und so weiter. Aber ich glaube, das würde den Rahmen dann ein klein bisschen sprengen. Aber wenn ihr gute Spielideen habt, schickt die ruhig rein. Also auch wenn wir ganz viele kriegen und nur wenig veröffentlichen können, suchen wir immer tolle, neue, innovative Spiele. Vielleicht jetzt kein Mensch, ärgere dich nicht. Tolles Spiel. Gibt's ja auch schon. Mensch, ärgere dich nicht, schickt dir am besten zu Schmidt. An der Stelle ganz wichtig, auch ein erstes Spiel eines Autors kann zu einer Veröffentlichung kommen. Man muss nicht unbedingt schon 50, 60, 70 Spiele veröffentlicht haben. Traut euch, Spiele einzuschicken. Wir haben ganz viele Erstlingswerke bei uns und die sind nicht schlechter als Spiele von erfahrenen Autoren. Zu einigen Spielen von Amigo, zum Beispiel Wizard, gibt es sehr erfolgreiche Turnierserien und Meisterschaften. Welche Rolle spielt die Turniertauglichkeit während der Entwicklung? Wird darauf geachtet oder ist das eher egal? Wird darauf geachtet? Nein. Uns geht es in allererster Linie darum, ein Spiel zu machen, das bei uns im Programm für die ganzen Leute daheim, für die Familien, für die Eltern mit den Kindern, für die Eltern allein, für die Kinder allein funktionieren soll. Wenn das Spiel dann auch noch turniertauglich ist, dann ist das ein toller Bonus, aber das ist nicht unser Fokus. Es geht nicht darum, dass wir das nächste Turnierspiel finden müssen. Das ergibt sich aus manchen Spielen von ganz allein, weil sie einfach die entsprechende Qualität haben. Aber wir achten da nicht drauf. Mhm. Wir haben auch gar nicht mal so viele Spiele, wenn man so das komplette Programm betrachtet, die wir als Turnier spielen. Die bekanntesten sind mit Sicherheit Saboteur und Wizard, wo wir jedes Jahr auch eine Weltmeisterschaft durchführen. Gut, dieses Jahr musste leider ausfallen.
Ansonsten haben wir Spiele wie Set, Sex nimmt, Bonanza, das Duell und ab und zu mal noch das ein oder andere, das wir als Turnier spielen. Aber wie schon gesagt, das ist nicht unser Fokus, darauf achten wir nicht, speziell beim Suchen von neuen Spielen. Welches Spiel eines anderen Verlages hättet ihr gerne bei Amigo gehabt? Oder gab es schon mal eins, das euch angeboten und von euch abgelehnt wurde und das dann bei einem anderen Hersteller zu einem großen Erfolg wurde? Das ist etwas, was viele ja nicht gerne zugeben. Aber ja, auch wir gehörten zu den Verlagen, die ein Spiel mit einer variablen Insel irgendwann einmal auf dem Schreibtisch des Chefs liegen hatten. Vor langer, langer Zeit. Aber aktuell fällt euch was ein? Klar, also ich glaube, beim Kinderspiel des Jahres, den letztes Jahr, haben wir alle drei, die nominiert waren, hier gehabt und haben alle drei abgelehnt. Und ich denke, da ist auch ganz wichtig, dass man da nochmal klarstellt, dass Spiele oft, also oft ist es natürlich einfach die Genialität der Autoren, die dahinter steht. Aber es ist genauso oft, glaube ich, auch ein Produkt der Arbeit, die reingesteckt wird. Was bedeutet, dass wenn jetzt zwei Verlage den gleichen Prototyp kriegen und das gleiche Prinzip das ausarbeiten würden, dann ist es nicht automatisch auch beides ein Erfolg, sondern da kommt es oft darauf an, dass man in dem Moment die richtige Idee hat, weiß nicht, für das Thema oder für die Gestaltung oder für die Umsetzung, vielleicht auch das richtige Marketing, dass das dann in dem Moment die Aufmerksamkeit kriegt, die es verdient hat. Also ich freue mich, dass die Spiele erfolgreich sind, und auch wenn wir die vorher hatten, dann ist es zwar vielleicht schade, aber andersrum denke ich mir, naja Gott, wer weiß, wie wir es umgesetzt hätten, vielleicht hätte es dann gar nicht die Aufmerksamkeit gekriegt. Also insofern, das ist sowieso in der Branche glücklicherweise eigentlich durchgehend so, dass es da ganz, ganz wenig Konkurrenz zwischen den Verlagen gibt. Da freut man sich dann eher für die Freunde in den anderen Redaktionen oder bei den anderen Verlagen, dass das toll geklappt hat, oder für die Autoren vor allem. Aber ja, also wir haben schon ganz viele Spiele abgelehnt, und ich denke auch zu Recht abgelehnt, weil die vielleicht auch einfach dann trotzdem nicht zu uns gepasst hätten, die woanders dann erfolgreich waren. Gehört dazu. Ich hätte auch gern Werwölfe gehabt. Well. Stimmt, das hat ist aber tatsächlich auch bei uns gelegen. Ja, das ist verjährt. Und das ist auch wieder ein gutes Beispiel, wer weiß, wie wir es umgesetzt hätten. So wie es jetzt ist, ist es großartig. Genau. Wer weiß, was draus geworden wäre. Wir haben andere. Ist es andersrum sicherlich auch so, dass Spiele bei uns gelandet sind, die woanders abgelehnt wurden und dann bei uns sehr erfolgreich wurden. Und das ist halt einfach so. Wenn ihr nur noch ein einziges Spiel spielen könntet, für welches würdet ihr euch entscheiden und warum? Krass kariert. Großartig. Das ist gemein. Das wollte ich auch sagen. Du darfst das auch großartig finden. Bedeutet das, ich muss nach dem Spiel von dieser Welt abtreten? Nein. Oder ich muss meine Spielesammlung auf ein Spiel reduzieren? Letzteres fände ich grausam. Nein, abtreten sowieso nicht. Du musst auch noch die Anleitung für das Artischocken-Spiel fertig schreiben. Das ist richtig. Nein, ich... Also wenn ich danach abtreten müsste, würde ich Gloomhaven nehmen. Das dauert eine Weile. Nennen wir es Lieblingsspiel. Puh. So dieses einsame Inselding. Das ist ja immer die Frage, wie viele Leute habe ich auf der Insel dabei? Genau. Die kannst du ja alle einbilden. Ach, so ein Terraforming Mars mit allen Erweiterungen, das bietet irgendwie auch ein bisschen Abwechslung. Geht auch lang genug. Das ist nicht so schnell vorbei wie andere Spiele, die trotzdem auch gut sind. Ja. Ich hätte ein Kartendeck Tichu bei mir in der Hosentasche. Das reicht mir aus für lange Zeit. Ja. Wenn man die Erweiterungen mitzählt, dann fände ich Time Stories ganz schön. Da habe ich nämlich eine schöne Truppe, mit denen spiele ich das immer zusammen. Und wir sehen uns selten, und wenn wir uns treffen, dann für Time Stories. Und wenn das immer so wäre, ist das schön. Muss man ein lustiger Mensch sein, um Spieleredakteur zu werden? Nee. Ich versuche, eine ernste Miene zu bewahren. Ich krieg's nicht hin. Ja, also die meisten Redakteure, die ich kenne, die sind doch eher Frohnaturen. Ja. Aber ich glaube, das ergibt sich einfach deswegen, weil wir spielen dürfen.
Ja. Ich wollte gerade sagen, also wenn du keinen Bock aufs Spiele hast, dann wirst du auch nicht Spieleredakteur oder Redakteurin. Und wenn du Lust dann hast zu spielen, dann bist du, glaube ich, naja gut, ich meine, es gibt auch Leute, denen geht jetzt gewinnen über alles, aber alles in allem, Hauptsache spielen und Spaß haben, das passt schon. Genau. Ja, und ich glaube, dann sind wir auch schon fertig. War wahrscheinlich viel zu lang. Mal sehen, was das Marketing sagt. 21.